Herzlich willkommen zur letzten Session des WeHorse Online Festivals. Es ist soweit, nachdem wir vier großartige Präsentationen gehört haben von Uta Gräf, Conny Röhm, Anja Beran und gerade Lisa und Mathis Röckener, freuen wir uns jetzt auf Reitmeisterin Ingrid Klimke. Hallo Ingrid. Hallo. Du bist zugeschaltet aus Münster. Und wir wollen heute sprechen über abwechslungsreiches Cavaletti-Training. Das ist das Thema, dem wir uns heute widmen. Und vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir, obwohl die meisten dich natürlich kennen werden. Du bist amtierende Doppel-Europameisterin im Vielseitigkeitsreiten, bist Mitglied des Olympiakaders, der Dressurreiter und der Vielseitigkeitsreiter, Reitmeisterin. Und vor allen Dingen dein großes Motto, reite zu deiner Freude. Darum geht es auch heute. Dein Schwerpunkt liegt ja in der abwechslungsreichen und klassischen gymnastizierenden Arbeit, vor allen Dingen auch mit Cavalettis. Und wie das Ganze eingebettet ist, liebe Ingrid, in deine Philosophie auch zu Hause, da haben wir ein kleines Video für euch alle vorbereitet. Bevor wir das allerdings abfahren, noch einmal der Hinweis darauf, dass ihr alle Fragen stellen könnt, nämlich bei uns unten im Fenster gibt es eine kleine Leiste, da steht Ask a Question. Und wenn ihr Ingrid eine Frage stellen möchtet, könnt ihr das jetzt schon tun. Ihr könnt eure Stimme auch abgeben für andere Fragen von Kollegen, die mit dabei sind hier in der Session. Und so haben wir am Ende dann die Möglichkeit, die besten Fragen auch dann Ingrid zu stellen. Und darüber hinaus das Gewinnspiel von Stimmen, Uvex, Ridersteel und WeHorse, auf das wir auch einmal hinweisen möchten. Also wenn ihr eine Instagram-Story postet, uns verlinkt und mit dabei seid gleich vor der Fragesession, dort nämlich die große Ziehung, da habt ihr möglicherweise die Chance, einen handgefertigten Sattel von Stimmen zu gewinnen. So viel jetzt vorweg. Liebe Ingrid, wir steigen ein in das Video. Bitteschön. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, reite zu deiner Freude. Und Freude empfinde ich immer dann, wenn meine Pferde durch die Arbeit schöner werden und gelernt haben, auf feinste Hilfen zu reagieren. Ob ich nun im Gelände, auf dem Dressurviereck oder im Parcours reite, die Grundlage für den Erfolg sind zufriedene, losgelassene und motivierte Pferde. Durch systematische Gymnastizierung über Cavaletti kräftigen wir die Pferde, erhalten ihre Gesundheit und fördern sie in ihren natürlichen Bewegungen. Die Grundgangarten werden verbessert. Takt, Schwung, Ausdruck und Kadenz entwickeln sich allein schon durch das höhere Abfußen über Bodenricks. Für das Reiten über Hindernisse schulen wir das Taxiervermögen und die Koordination und die Balance. Durch systematische Steigerung des Trainings erhöht sich die Kraft, die Ausdauer, das Reaktionsvermögen und die Geschicklichkeit des Pferdes. Außerdem wird es zum Mitdenken, zur Aufmerksamkeit und zur Selbstständigkeit erzogen. Cavaletti-Arbeit bringt Abwechslung in den Trainingsalltag und macht Reitern und Pferden Spaß. Ich möchte Ihnen das geeignete Material für die Cavaletti-Arbeit vorstellen. Dieses Cavaletti gefällt mir besonders gut, weil es aus zwei Schaumstoffblöcken und einer Holzstange besteht. Die Holzstange ist fest in den Blöcken integriert, sodass, wenn ich eine Seite bewege, sich die andere Seite mitbewegt. Das ist in der Praxis leichter handelbar. Es ist wichtig, dass die Stange aus Holz besteht, denn wenn das Pferd das Cavaletti berührt, soll es das ruhig merken und daraus lernen und selbst auf sich aufpassen. Bei den Schaumstoffblöcken besteht nicht die Gefahr, dass das Pferd sich verletzt, wenn es vorbeiläuft. Am Anfang habe ich gerne eine seitliche Begrenzung und stelle einfach ein Cavaletti richtungsweisend. Auch hier kann nichts passieren, wenn das Pferd irgendwie mal versuchen sollte, da vorbeizulaufen oder rüber zu springen. Für den Reiter ist es mit der deutlich sichtbaren weißen Mitte einfach, von Weitem zum Cavaletti zu schauen und sich zu orientieren. Möchte ich die Innenbahn oder die Außenbahn reiten, habe ich auch mit den schmalen weißen Streifen die Möglichkeit, von Weitem früh genug meinen Weg zu finden.
Die niedrigste Stufe, die ist geeignet für Schritt und für die Trapparbeit. Die halbhohe Höhe ist für die Trapparbeit und auch für die beginnende Galopparbeit gut. In der Galopparbeit habe ich immer das hochgestellte Cavaletti, denn dann machen die Pferde wirklich einen erweiterten Galoppsprung und nehmen das in der Dressurarbeit gut wahr. Ich kann für die Springarbeit die Cavaletti auch gut übereinander stellen. Hier spielt auch das Gewicht eine Rolle. Ich kann nämlich alleine die Cavaletti leicht tragen, so dass das Umbauen ganz einfach ist und ich nicht mehrere Personen am Platz beschäftigen muss. Sollte beim Springen das Pferd ein Cavaletti berühren, ist es auch ganz einfach, es fällt um, es ist nicht so fest, dass das Pferd sich dabei deutlich verletzen kann. Ein Nachteil ist die Stange, die auf dem Boden liegt. Das Pferd berührt die Stange und die Stange kann wegrollen. Habe ich dann mehrere Stangen hintereinander, hat das Pferd keine Chance, gefahrlos rüberzutreten. Hier bleiben die Abstände gleich. Das Pferd berührt das Cavaletti, aber es verrutscht nicht und kann die Übung problemlos beenden. Also Ingrid, das war jetzt der Einstieg und du hast uns einige Videos mitgebracht. Rüber zu dir. Ja, wir beginnen ja immer mit der Lösungsphase. Und hier möchte ich einmal zeigen, mit weißer Düne, das war auf der Equitana. Da haben wir auch eine Cavaletti-Demonstration gemacht und ich wollte zeigen, dass wir eben erst mit einem Cavaletti anfangen. Gerade bei jungen, unerfahrenen Pferden ist es wichtig, dass man erst ein Cavaletti rausnimmt. In der Praxis ist es so, dass wir immer die vier Cavaletti zuerst aufbauen und dann sukzessive eins nach dem anderen hinzufügen. Im Schritt geht das auch mit jungen, unerfahrenen Pferden. Wenn einer besonders ängstlich ist, kann man sich natürlich auch ein Führpferd dazu suchen. Das ist auch gut. Wichtig ist, dass man eben sagt, erst ein Cavaletti, dann sehen wir gleich, das zweite ist dazu. Die ersten 10 Minuten, Viertelstunde jeder Trainingseinheit reiten wir immer Schritt, am liebsten mit hingegebenem Zügel. Damit die Pferde wirklich, wenn sie von der Wiese oder aus dem Stall kommen, erstmal ganz entspannt die Umgebung wahrnehmen können. Ich schätze mal, dass weiße Düne jetzt auch wieder kommt. Ja, da ist sie, von der anderen Seite. Mal kommt man in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und dass sie erstmal gelassen schreiten, dass sie nicht eingestellt sind, sondern wirklich gucken können, fleißigen Mittelschritt gehen. Und ich schaue von Weitem zu der weißen Mitte, denn meine Verantwortung als Reiter ist es, wirklich gerade, wenn die Cavaletti auf gerader Linie stehen, auch gerade die weiße Mitte anzureiten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie schön sie darüber fußt. Aufmerksam guckt sie hin, lässt den Hals fallen und passt auf, dass sie keins berührt. Im Schritt kann man sagen, sind die Abstände ungefähr 1 Meter. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann können Sie das auch ausmessen, wenn Sie dann den schönen gehakten Sandboden einmal messen. Ich mache das gerne mit Füßchen, weil ich ja auch nicht immer ein Maßband zur Stelle habe und weiß dann ganz genau, aha, das ist die Schrittlänge für mein Pferd. Denn jedes Pferd hat ja einen unterschiedlichen Schritt. Und im Schritt möchte ich eben immer gerne den größtmöglichsten Mittelschritt erhalten, dass Sie halt schön schreiten. Und das muss ich individuell anpassen auf der geraden Linie. Jetzt machen wir es nochmal von der anderen Richtung. Alle 4 Cavaletti von Weitem abwenden, zur Mitte schauen und sie ganz gerade. Und das Schöne ist, oft gucken die Pferde auf den Boden, was ist denn da? Und lassen gleich den Hals fallen. Das ist ja das, was ich mir wünsche, dass ich in der Lösungsphase die Pferde nach dem Schritt einstelle in Dehnungshaltung, um vorwärts, abwärts, sie im Leichttraben zu lösen. Das machen wir nach der Schrittpause. Jetzt sehen wir es hier nochmal von hinten. Wieder abwenden, gucken lassen und schön gerade schreiten. Sie guckt runter und hebt ganz gleichmäßig, schön im Takt. Die Pferde fußen über die Cavaletti höher ab, als sie es normalerweise machen würden. Und das ist auch der große Vorteil. Ich brauche ja Muskulatur und möchte gerne Muckis aufbauen. Das kann ich natürlich gut, wenn die Pferde lebendig abfußen unter den Schwerpunkt. Hier sehen wir es jetzt auf der geraden Linie.
Ich trabe leicht in der Lösungsphase, versuche eine schön gleichmäßige, konstante Verbindung aufzubauen, dass der Zügel nicht springt, aber auch, dass man schön weich sein Pferd führt. Mach sie ganz gerade, jetzt bin ich hier auf dem Zirkel, um auch auf der Zirkellinie schön das Pferd, wenn ich auf der linken Hand bin, links zu stellen. Und wir sehen schön an der Halsmuskulatur vorwärts, abwärts, in Dehnungshaltung. Wende ich jetzt gleich ab und trabe gerade über die Cavaletti auf der geraden Linie. Sie guckt schon mit gespitzten Ohren hin und es ist ein schön gleichmäßiges Abfußen. Achten Sie mal auf Ihre Hinterbeine. Weiße Düne ist ja ein sehr gutes Spring- und Geländepferd. Und in der dressurmäßigen Arbeit wünsche ich mir immer, dass das Hinterbein noch ein bisschen lebendiger abfußt unter den Schwerpunkt. Und da ist das mit den Cavaletti super, weil sie da nämlich nicht mit Schmidtchen Schleicher durch den Sand ziehen kann, sondern ihre Hinterbeine noch lebendiger unter den Schwerpunkt abfußen lässt. Und immer wenn das Pferd in der Lösungsphase sich dehnen möchte, dann schiebe ich die Hand vor, klopfe auch mal am Hals, um zu zeigen, genau das möchte ich, den Hals fallen lassen, im Leichttraben. Und jetzt sehen wir das hier mal schön. Da haben wir jetzt einen Zwischentritt mal eingebaut. Das kann man auch gerade mit den älteren Pferden mal gut machen zur Abwechslung. Ich habe 3 Cavaletti, einen Zwischentritt und noch eins. Es geht ja auch darum, dass die Pferde immer konzentriert sind und aufmerksam mitmachen. Und das klappt hier gut. Wir sehen es jetzt nochmal von der anderen Seite. 3 Cavaletti und dann ist eins hinterher. Dann muss sie einen Zwischentritt machen, ausgleichen und dann wieder. Und man kann es auch machen 2 und 2. Das mache ich auch ganz gerne. Das ist der Zwischentritt in der Mitte. Das ist auch ganz gut, wenn Sie jetzt nicht einen haben, der immer für Sie umbaut. Dann muss nämlich in der Mitte das Pferd mit dem Zwischentritt sich selber ein bisschen entweder zurücknehmen, ein bisschen aufnehmen oder es muss ein bisschen den Tritt vergrößern, damit es wirklich gut im Rhythmus über die letzten 2 Stangen kommt. Hier sehen wir es nochmal. Da hat sie gut hingeguckt, so einen kleinen Zwischentritt gemacht und selber aufgepasst, dass sie bloß nicht drankommt, also dass das Cavaletti berührt. Ich habe es zu Hause so, dass ich eigentlich die Cavaletti immer auf der Zirkellinie stehen habe. Denn wenn die Pferde sich einmal dran gewöhnt haben oder einmal kennengelernt haben auf der geraden Linie, dann ist es wertvoller, es auf der gebogenen Linie zu machen. Dann habe ich nämlich gleichzeitig noch die Stellung und die Biegung. Das sehen wir hier. Erst traben wir einmal außen dran vorbei. Und dann, jetzt wenn ich auf der linken Hand bin, achte ich gut drauf. Äußerer Zügel, rechter Zügel, der linke Schenkel treibt für die Biegung. Und die innere Hand, die linke, die fühlt immer wieder vor. Ein bisschen annehmen, mit der Wade leicht treiben und wieder nachgeben und ihr zeigen, der Weg nach unten ist frei. Und so bekomme ich eben auch sie schön geschmeidig in den Rippenpartien. Und immer wieder versuchen, noch ein bisschen runder, damit hinterher das Ziel, Zügel aus der Hand kauen lassen, nach der Lösungsphase erreicht ist. Wenn die Pferde das kennen, dann braucht man vielleicht, ich würde mal so sagen, 10 Minuten Trab-Galopp-Arbeit, vorher die Schrittsequenz und dann können wir mit der Arbeitsphase anfangen. Zum Abschluss ist eben das Zügel aus der Hand kauen lassen. Das ist jetzt hier gerade irgendwie nicht gekommen, aber wir sind jetzt schon gleich in der Arbeitsphase. Wir gehen direkt in die Arbeitsphase über. Da sind wir jetzt im Aussitzen. Ich sitze auf Hail Bob und die Carmen, die Nummer 2, die jetzt auch mit dabei ist, sitzt auf Escada. Und ich möchte Ihnen noch einen Aufbau vorstellen, der super geeignet ist für die Arbeitsphase. Da stehen nämlich die Cavaletti auf dem Mittelzirkel. Und ich bleibe im Aussitzen, das Pferd schön in Selbsthaltung und lasse die Pferde so schön gleichmäßig im Takt rübertraben. In der Mitte habe ich 2 Blöcke, 2 10 Meter Zirkel, um die 8 zu reiten und mit dem Handwechsel hier auf einem Zirkel gleich beide Hände zu gymnastizieren, so dass ich es schaffe, sie auf beiden Händen gleichmäßig geschmeidig zu machen. In der Trapparbeit geht es ja auch darum, immer wieder, oder nicht nur in der Trapparbeit, sondern allgemein, dass sich das Pferd hinten mehr Last aufnimmt, um sich dann schön in relativer Selbsthaltung zu tragen.
Hier sehen wir es jetzt auch bei Escada. Dieses schöne, schwungvolle Abfußen. Die Reiter müssen im Aufsitzen, muss man immer gut aufpassen, dass man schön mitschwingt und auch eine Schrittpause macht. Hier einmal loben, zwischendurch wieder die Zügel einmal ganz lang lassen, klopfen und immer, wenn was gut war, auch zwischendurch eine Pause machen. Denn das ist ganz schön anstrengend. Wenn die Pferde das länger machen am Stück, dann ist es wichtig, immer wieder mit der Pause auch ihnen Zeit geben zu verschnaufen. Hier sehen wir jetzt nochmal Escada wieder auf der 8. Ganz gleichmäßige 10 Meter Zirkel und im Mittelpunkt bei Durchreiten der Blöcke durch eine halbe Parade wieder umstellen, umsitzen und rechtzeitig hinschauen zum nächsten Cavaletti. Da war einmal Missverständnis, ein kurzes Angaloppieren, das kann immer passieren. So, da sehen wir, wie schön sie auch vorne aus der Schulter, die Pferde bekommen auch mehr Schulterfreiheit, weil sie eben auch vorne höher aus der Schulter abfußen. Und so ein flacher Trab kann dadurch auch ausdrucksvoller werden. Wir haben die Cavaletti-Arbeit, die Cavaletti auch gerne im Galopp und machen jetzt es oft so, dass wir die Trab- und Galopp-Cavaletti auf einem Zirkel haben. Dann kann man über die Trab-Cavaletti traben, angaloppieren und zum Beispiel über die Galopp-Cavaletti reiten. Wichtig ist, bevor man auf die Zirkellinie geht, dass man eben erstmal um die Zirkellinie, also um die Cavaletti-Reihe entweder rumtrabt oder rumgaloppiert, damit die Pferde die Richtung wissen oder der Reiter auch wirklich den Zirkelkreis rundreitet und zwischendurch auch an den geraden Linien und auf den geraden Linien immer mal wieder ein bisschen Schwung holt und vergrößert, damit man wieder eine Rahmenerweiterung hat, wenn man viel auf der Zirkellinie ist, immer auch wieder auf die Gerade gehen und auf der geraden Linie das Pferd schön frisch nach vorne reiten. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir auch im Trab die Halbhohlhöhe wählen. Hier ist jetzt gerade umgebaut. Bobby ist ja auch von Natur aus sehr blutgeprägt und hat jetzt nicht den größten Trab, sodass es eben auch für ihn gut ist, wenn wir die mal auf die halbe Höhe stellen. Aha, weil wir dann nämlich eine ganz andere Aktion kriegen. Und er richtig anfängt, noch ausdrucksvoller, noch kraftvoller abzufußen. Hier sehen wir es auch nochmal. Prima, dann geht auf einmal der Hinterfuß ganz deutlich lebendig unter den Schwerpunkt. Wieder umstellen, umsitzen und das Gleiche auf halbhoher Höhe auf der anderen Hand. Und immer wieder vorfühlen mit der inneren Hand, dass man wirklich das Pferd am äußeren Zügel und inneren Schenkel, also die diagonalen Hilfen müssen durchkommen. Und die innere Hand fühlt vor, dass das Pferd eben immer genau weiß, ich darf mich auf keinen Fall auf den inneren Zügel irgendwie abstützen, sondern ich muss mich selber tragen. Ziel ist es ja, dass die Pferde sich selber in dieser Selbsthaltung tragen. Da hat Bobby auch mal schnell einen Zwischentritt gemacht, weil er gesehen hat, oh, wird jetzt ein bisschen eng, da muss ich mich einmal aufnehmen und zurücknehmen. Und jetzt sehen wir es hier nochmal. Ganz schön hoch, Fuß der ab, auch mit viel Schulterfreiheit. Prima. Die beiden waren echt ein tolles Gespann damals auf der Equitana beim Inge Klimke Abend. Die beiden Braunen, die eigentlich als Cavaletti-Profi demonstrieren wollten, was es alles so gibt. Da war jetzt gerade Escada schon im Galopp. Denn wir haben auch die Übergänge Trab-Galopp auf einem Zirkel. Wir traben über die Cavaletti, galoppieren an und galoppieren dann über die Galopp-Cavaletti. Und parieren dann wieder durch zum Trab. Und dann geht's hier aufmerksam über die Trab-Cavaletti. Das heißt, das Pferd wird auf einer Zirkellinie sowohl im Trab als auch im Galopp gymnastiziert. Und die Verantwortung des Reiters liegt darin, an den gegenüberliegenden Seiten immer wieder einen korrekten Übergang zu reiten. Und natürlich loben und Pause und immer wieder zwischendurch den Pferden zeigen, dass sie es richtig gemacht haben und dass sie wirklich sehr konzentriert und aufmerksam gearbeitet haben. Also das ist, finde ich, immer das A und O, jetzt nicht nur bei der Cavaletti-Arbeit, sondern generell, dass man eben immer wieder auch zwischendurch Pausen einlegt. Jetzt haben wir hier wieder das Traben auf der Zirkellinie. Dann galoppieren wir an
und galoppieren. Reiten die 8 mit Übergängen, Trab, Galopp, galoppieren über die Galopp-Cavaletti und parieren jetzt genau zwischen den Blöcken durch zum Trab. Das ist ja auch Timing. Es gibt ja auch Buchstaben auf dem Viereck. Das heißt, X ist immer X. Wenn ich später halte, kann der Seitenrichter leider keine 8 oder 9 geben. Ich muss es also schaffen, immer genau an einem Punkt, wie hier beim Durchreiten der Blöcke, den Übergang zu reiten. Bobby galoppiert im versammelten Galopp bergauf, hat ja eine flache Blütergaloppade und dadurch kann ich daran arbeiten, dass er eben hinten noch mehr Last aufnimmt. Und wieder loben und Pause. Und dann kommt die höchste Leistung eigentlich, die ein Pferd bringen kann, wenn wir auf beiden Seiten die Galopp-Cavaletti haben. War ganz schön aufgeregt. Immer bei der Schrittpause wollte er, wenn ich die Zügel aufnehme, wieder sofort los und war sehr eifrig. Das ist ja auch gut so, dass er weiß oder motiviert ist, immer wieder weiterzumachen nach der Pause. Jetzt haben wir auf der großen Zirkellinie, auf dem Mittelzirkel, 2-mal Galopp-Cavaletti und galoppieren über die Galopp-Cavaletti und wechseln durch die Blöcke auf die andere Hand mit einem sauberen fliegenden Wechsel. Dass der fliegende Wechsel eben auch gerade ist. Ich kann das auch erst mit einfachen Wechseln machen und dann später mit dem fliegenden Wechsel. Ich habe ja jetzt hier die Aufgabe, das so kurz zu fassen, dass wir nachher noch Fragen stellen können und muss leider ein paar Übungen auslassen. Aber hier sehen wir es, der fliegende Wechsel. Und, achso, ich habe noch, ist die Aufbau-Crew zugange. Und ich habe schon mal den Wechsel einmal durch die Hübchen geübt. Und jetzt wieder gerade und gleich den fliegenden Wechsel. Wieder einmal außen dran vorbeireiten. Da mache ich den Wechsel erst nochmal so. Und ich glaube, jetzt kommt die Kombination. Ich galoppiere. Wechsel und schau hin. Jetzt Galopp über die Cavaletti, dass er schön versammelt bergauf springt. Abwende, fliegender Wechsel und die nächsten Cavaletti. Dadurch habe ich auf beiden Händen das Pferd schön im versammelten Galopp. Da sehen wir auch, wie er weiter hinten durchspringt. Das ist ja ein vergrößerter, erweiterter Galoppsprung. Und je besser der Galopp ist, je besser wird auch der fliegende Wechsel. Deshalb versuche ich eben auch im versammelten Galopp so bergauf wie möglich zu galoppieren, um dann den Wechsel auch so zu haben. Weiter geht's mit der Dressurarbeit. Wir haben ja noch ein paar mehr Kandidaten, die wir hier zeigen wollen. Hier ist Franziskus am Start. Und bei Franziskus habe ich auch mit der Galopparbeit oder mit den Galopp-Cavaletti unheimlich viel gearbeitet, auch in Sachen Piorettenarbeit, den Galopp versammelt bergauf springen zu lassen und habe hier auch erst wieder die Trab-Cavaletti. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich wollte mir jetzt nicht nur die Buschpferde zeigen und die Blüter, sondern auch, wie das aussieht, wenn einer von Natur aus einfach dieses lebendige Abfußen hat. Da ist es so, dass ich über die Trab-Cavaletti trabe und an der gegenüberliegenden Seite einen Trab-Schritt-Übergang mache. Diese halben Paraden sind ehrlich gesagt die Schlüssellektion überhaupt, denn die halbe Parade brauche ich immer bei jedem Gangartwechsel als Vorbereitung für jede Lektion Schritt für Schritt zurückkommen und Schritt für Schritt wieder raus. Ohne Stockung. Ich wollte mal gerade sagen, es ist hoffentlich die Stockung in der Spule und nicht die Stockung bei der halben Parade. Gucken wir nochmal. Fleißiges Abfußen und genau an der gegenüberliegenden Seite komme ich Schritt für Schritt zurück. Ja, oh, schade. Da hakt jetzt wirklich die Spule und gucken wir mal, ob es auf der anderen Seite ein bisschen besser läuft. Jetzt linke Hand. Schönes, gleichmäßiges, lebendiges Abfußen. Und Schritt für Schritt zurückkommen. So, und Schritt für Schritt wieder raus. Wie eine Ziehharmonika, dass das Pferd hinten schön klein wird und dann
sich selber aufrichtet, das Genick kommt höher, die Nase kommt vor die Senkrechte. Und auch hier durch das Abfußen unter den Schwerpunkt schaffe ich es, die Hinterhand so energisch oder so kraftvoll unter den Schwerpunkt zu bekommen, dass das Pferd eben immer größer wird. Das ist das Ziel der halben Parade. Jetzt habe ich es hier nochmal im Galopp. Galoppieren über die Cavaletti im versammelten Galopp bergauf. Denn es geht ja in der Piorette oder auch in der Galopparbeit allgemein, aber später Richtung Piorettenarbeit auch darum, dass der versammelte Galopp fleißig bergauf springt und das Pferd muss weit unter den Schwerpunkt fußen. Der innere Hinterfuß nimmt ganz viel Last auf und wird dadurch unheimlich gekräftigt. Und das ist es ja, was ich brauche. Der Motor eines Pferdes ist immer hinten. Ich muss die Hinterhand kräftigen und Hinterhand und Rücken, die Rückenmuskulatur muss kraftvoll sein, kraftvoll und locker, beides. Also in der Lösungsphase schön dehnen. Jetzt verkleinere ich den Zirkel. Ich wechsle und komme auf die andere Hand. Wichtig, dass ich auch beide Händen, auf beiden Händen das Pferd schön versammle. Jedes Pferd hat ja eine Schokoladenseite. Ich fange immer mit der Schokoladenseite an. Nämlich mit der Seite, die es für das Pferd leichter macht. Und dann gehe ich erst zu der Seite, wo sie sich vielleicht nicht ganz so leicht stellen und biegen oder wo der Galopp nicht ganz so gut ist, um es eben erstmal nett und angenehm zu machen und leicht. Und dann übe ich auf der anderen Hand eben auch wieder, hier sehen wir das so schön, wie weit er drunter springt, ohne gleich zu springen oder ohne den Galopp zu wechseln. Darum geht's. Wenn ein Pferd am Anfang mal umspringt oder gleich springt, auch das kommt vor. Aber das ist eine Sache der Übung und einfach des gleichmäßigen Machens. Jetzt geht es natürlich auch weiter mit der Springarbeit. Nicht nur in der Dressurarbeit haben wir die Cavaletti eingebaut, sondern hier haben wir den Springsattel gewählt. Auch im Springen oder zur Vorbereitung aufs Springen kann ich sie in allen möglichen Varianten aufbauen. Hier stehen zwei Cavaletti auf 19 Meter und die Reiterin zählt die Galoppsprünge und hat die Aufgabe, das Pferd im Rhythmus ganz gleichmäßig und sicher von Weitem abzuwenden, gerade über die Cavaletti. Jetzt schaut die Reiterin schon hin, macht das Pferd jetzt am äußeren Zügel gerade und wir zählen mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind jetzt 6 Galoppsprünge. Vorher waren es einmal 5. Man kann nämlich das Pferd, man kann das super variieren, indem man eben mal auf 5 Galoppsprünge, mal auf 6, mal auf 7, um somit vielleicht auch 4 für den Geländegalopp, wenn wir mal richtig nach vorne reiten, um das Pferd oder um ein Rhythmusgefühl zu bekommen. Und da ist es wichtig, dass das Tempo eben jetzt vorher schon zurückgeführt wird. Das machen wir gerade hier, vorher eine Volte reiten, den Galopp noch mehr versammeln, noch mehr aufnehmen. Und jetzt auf der Geraden, wir zählen mal mit, mal gucken, wie viel sie jetzt hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch wieder 6. Ich glaube, da war ein Kreuzgalopp bei. Mal gucken, jetzt einmal, sieht aus, als wenn Johanna jetzt richtig zulegt. Und wieder deutlich einfängt. Gerade diese Übergänge zulegen, einfangen, immer wieder den Galopp groß machen und dann wieder versammeln. Das macht die Pferde durchlässig. Jetzt zählen wir nochmal wieder mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und kein Haker zwischendrin. Nur beim Landen hat er nochmal einmal kurz so ein bisschen den Hintern ein bisschen hochgenommen und war aber zwischen den Cavaletti ganz gleichmäßig. Also wieder Schrittpause, einmal loben, ganz wichtig. Und jetzt gucken wir uns das mal auf der anderen Hand an. Jetzt schön im leichten Sitz wieder an der langen Seite vorher zulegen nach vorne. Und jetzt ist der Galopp schon größer. Jetzt lässt du bestimmt einen aus. 1, 2, 3, 4. Oh, da haben wir vorhin die 6 gesehen und jetzt die 4. Schön mit einem Freundesbuckler hinterher. Und Johanna legt nochmal zu. Das macht nicht nur mir am meisten Spaß, sondern auch den Pferden immer wieder zwischendurch das frische Vorwärtsreiten und Zulegen. 1, 2, 3.
Und wir haben es, glaube ich, da an dem Tag von 3 bis 7 geschafft, um festzustellen oder zu demonstrieren, dass man eben alle Varianten der Galoppsprünge damit üben kann. Eine weitere Übung, die richtig Spaß macht und die Pferde wieder auf der gebogenen Linie, schön geschmeidig und gymnastiziert, sind 4 Cavaletti auf einer Z-Linie. Wir fangen erstmal an mit nur 2 auf der gegenüberliegenden Seite und die Reiterin schaut immer über dem jeweiligen schon zum nächsten. Bevor wir sagen, und dann kommen alle 4 zusammen. Erst quasi so ein Oval anlegen und dann erst nach dem Oval sagen, ich nehme alle 4. Jetzt haben wir das hier wieder mit beiden, mit Johanna und mit Greta. Ich nehme jetzt die anderen beiden außenrum und gucke jetzt schon zum nächsten, damit wir auf beiden Händen erst nur 2 haben. Und dann haben wir bei den Cavaletti ja innen einen weißen Strich und außen einen weißen Strich. In der Mitte ist die breite weiße Mitte. Wenn ich jetzt innen reite, reite ich innen auf 3 Galoppsprünge und außen auf 4. Dann lege ich das so als Quadrat an. Und das muss ich vorher mir einmal genau überlegen, was ich eigentlich machen möchte, um ein rhythmisches, gleichmäßiges Galoppieren über alle 4 Cavaletti gut hinbekomme. Schauen wir mal. Jetzt geht's außen los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da sehen wir so ein bisschen fast eine Ecke. Dann abwenden, gerade. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder drüber. Und wenn es nach einmal klappt, 1, 2 Runden, sofort einmal Schritt und loben. Einmal Pause. Wenn man mal rauskommt aus dem Takt und es ist ein Dreier dabei, ist es nicht so schlimm. Dann einfach weiter üben, bis man die 4 hintereinander hat. Also bis man auf einer Runde es 4-mal mindestens schafft und dann rausreiten aus der Übung. Und jetzt schauen wir uns das mal auf der anderen Hand an. Innenseite auf 3. Und wichtig ist, dass die Abmessungen wirklich stimmen. Man stellt sich in die Mitte und ist quasi wie der Zirkelmittelpunkt und hat einen mit dem Maßband, der immer genau auf der gegenüberliegenden Seite das Cavaletti auch richtig hinstellt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, wir haben jetzt hier schon die größte Steigerung. Wir haben nämlich gesagt, wir wechseln jetzt schon ab zwischen 3 und 4. Also da sind jetzt 3 und dann sind da die 4 Galoppsprünge. Und wieder 3 und 4 Galoppsprünge. Und dann rausreiten. Das ist quasi wirklich für Fortgeschrittene, die die 3 und die 4 Galoppsprünge locker machen. Und der Cavaletti-Spaß hört noch nicht auf, denn wir haben ja auch noch ein paar nette Wendeübungen, um die Pferde auch wieder schön zu gymnastizieren und Wendungen zu üben. Deshalb haben wir hier das Kreuz in die Mitte gestellt. Und wir üben jetzt hier erst die 8 über 2. Ich gucke jetzt rechtzeitig schon hin. Ich habe natürlich auch das wendigste Pferd überhaupt. Das ist nämlich mein Parmenides, mein Parmi, der immer schon, wenn ich den Bügel ausgetreten habe, sofort wendete, so wie hier. Oh, falsche Folie. Kannst auch ein Kreuz machen. Nee, die soll ich. Ja, nee, das sieht die Beine nicht. Jetzt sehen wir das hier. Wende, hinschauen zum nächsten Cavaletti und nach links wenden. Okay. Und jetzt natürlich nochmal auf der Geraden über die Mitte. Jetzt kommt es darauf an, dass der Reiter wirklich ganz gerade die Mitte anpeilt. Und durch das Loch, was in der Mitte entsteht, durch die 4 Blöcke, machen die Pferde oft einen richtig coolen Fotografensprung, weil sie so ein bisschen in die Mitte gucken und dann oft höher springen, als sie es eigentlich machen müssten. Also wenn Sie mal einen Fototermin haben wollen, dann über die Mitte springen, dass die Pferde in die Blöcke schauen. Diese Wendeübung ist auch super geeignet, wenn ich den fliegenden Wechsel beibringe, weil das Pferd immer einen Sinn darin sieht, zu wechseln und die
Das Wechseln können wir nämlich auch noch weiter üben über die Schlangenlinie. Und zwar auf der Schlangenlinie. Diese Schlangenlinie als Wende- und Taxierübung ist ein wirklich guter Test für die Rittigkeit des Pferdes. Landen, Wenden und Richtungsänderungen wechseln sich in schneller Reihenfolge ab. Hier sind wieder Präzision und Konzentration gefragt. Auf der Schlangenlinie haben wir einmal einen Bogen mit 3 Galoppsprüngen und einen mit 4 Galoppsprüngen. Und ich fange erst an. Um die Übung wieder langsam aufzubauen, nimmt man sich zunächst je 2 aufeinanderfolgende Cavaletti vor, sodass man die darauffolgende Wendung nutzen kann, sich wieder zu sammeln. Dabei ist es entscheidend, dass man den Galopp in einem sehr gleichmäßigen, versammelten Rhythmus reiten kann und schon über dem Cavaletti jeweils den Richtungswechsel mit dem Sitz einleitet. Das Pferd muss für diese Übung schon so durchlässig sein, dass die Wendungen harmonisch gelingen können. Wenn das gut funktioniert, darf man sich an alle 3 Hindernisse in Folge wagen. Das sind 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4 gleichmäßig große Galoppsprünge. Zu guter Letzt geht es auch, die Reihe ohne Wendungen zu reiten. Dabei wird auf schnurgerader Linie mit 2 und 3 Galoppsprüngen schräg über die Cavaletti galoppiert. Bodenricks eignen sich auch ideal für den Aufbau von Gymnastikreihen. Beginnen wir mit einer In-Out-Reihe, die wir natürlich wieder schrittweise aufbauen und die in 8 aufeinanderfolgenden Cavaletti bzw. Stangen ihren Höhepunkt findet. Okay, und dann das nächste bitte, Pia. Der gymnastizierende Effekt einer solchen Übung ist enorm. Neben der Rhythmusschulung und der allgemeinen Kraftentwicklung sind In-Out-Reihen gut für den Rücken des Pferdes. Die Muskulatur in diesem so wichtigen, aber auch sensiblen Bereich des Pferdekörpers wird einerseits entspannt und gelockert, andererseits aber auch gekräftigt. Fein. Und das nächste bitte. Der Reiter lernt, sich geschmeidig in den Galopprhythmus einzufühlen und spürt, wie sich sein Pferd unter ihm elastisch und geschmeidig auf- und ab bewegt. Super. Wenn man die Stellen für die Cavaletti am Anfang gut markiert hat, genügt ein Helfer auf dem Platz und die Ergänzung zur kompletten Reihe ist kein Problem. Super. Fein. So. Eine erste Variation der Aufgabe besteht darin, dass je 2 In-Out-Cavaletti in der Mitte mit einem kleinen Sprung ergänzt werden. Ich versuche sie in der Wendung noch mal etwas tiefer einzustellen, dass sie am Zügel aus der Hand kauen lassen denkt und ich so ganz locker das Gefühl habe, ich kann die Hand vorschieben. So. Genau. Mache ich das noch einmal in die andere Richtung. Lass jetzt die Zügel aus der Hand kauen, dass sie gleich den Rücken richtig schön hergibt. So,
Nein, so. Prima. Gut so. Klasse. Und ganz rauskauen lassen. Fein. So. Schön. Verlassen wir nun kurz die In-Outs und bauen uns eine Gymnastikreihe Cavaletti, Sprung, Cavaletti mit je 6 Meter Abstand. Gerades, mittiges Anreiten sollte das erste Ziel sein. Dabei muss der Reiter das Pferd gut mit den Schenkel- und Zügelhilfen einrahmen, dem Pferd Halt geben, damit es vertrauensvoll der Linie folgt. Je höher das Hindernis in der Mitte ist, umso geschmeidiger geht der Reiter in den Sprungablauf seines Pferdes ein. Die Reiterhand bleibt vor, über und nach dem Sprung weich am Pferdemaul. Plötzliches Wegwerfen des Zügels würde den Rhythmus und die Harmonie stören und das Pferd aus dem Takt bringen. Den Sprung in der Mitte kann man variieren. Ein kleiner Ochser erfordert etwas mehr Dehnung in der Oberlinie des Pferdes. Dieser neuen Flugkurve muss sich der Reiter elastisch anpassen. Damit das Pferd geistig wach bleibt und zu schnellem Mitdenken erzogen wird, ist es sinnvoll, die Aufgabe von Zeit zu Zeit in Kleinigkeiten zu verändern. Wenn wir jetzt die Cavaletti auf 3 Meter an den Sprung heranrücken, wirkt das wie ein Hallo wach. Escada muss reaktionsschnell abfußen und man verbessert so die berühmte Exklusivität am Sprung. Zum Abschluss reitet Ingrid den kleinen Ochser noch einmal einzeln. Vor dem Hindernis gelingt ihr ein gleichmäßiger Rhythmus. Die Stute springt kraftvoll ab und galoppiert danach im selben Tempo weiter. Ausbildungsziel erreicht. Parmi ist ein Springspezialist. Auch wenn er schon über eine ausgereifte Technik verfügt, sind solche Gymnastikreihen auch für ihn eine sinnvolle Abwechslung im Trainingsalltag. Wenn man sein Pferd vielseitig und ehrlich ausbildet, kann daraus Harmonie entstehen. Und liebe Ingrid, wir haben auch, nachdem wir jetzt uns um die Trainingssequenzen gekümmert haben, auch ein Video vorbereitet, um mal zu schauen, wie es bei euch sonst so aussieht, denn ihr habt alle gemeinsam immer auch sehr viel Spaß. Ja, liebe Ingrid, das war auch das volle Programm, auch mit deinen Kindern zum Teil. Und so sieht es auch bei euch wirklich zu Hause aus. Das ist unser Nachmittagsprogramm, wenn die Cavaletti stehen und wir mit den Kindern spielen. Genau, und wie das Cavaletti-Training nochmal en Detail funktioniert, haben wir in verschiedensten Online-Kursen bei uns auf wujas.com auch noch einmal aufgearbeitet für euch. Und wir arbeiten ja seit vielen Jahren schon sehr eng mit dir, liebe Ingrid, zusammen. Und unzählige Videos, unzählige Kurse und anlässlich des WeHouse Online Festivals gibt es mit dem Coupon-Code Online Festival 2020 exklusiv 33% Rabatt auf den Jahreszugang. Und ihr findet das Ganze unten. Dort ist ein grüner Button und einfach beim Bezahlen auf der Bezahlseite den Coupon-Code eingeben und dann seid ihr mit dabei auf WeHouse.com zum exklusiven Rabatt von 33%.
Es geht jetzt in Kürze los mit der Fragesession, aber es ging ja nicht nur darum, um die 5 Referenten, sondern es ging auch um ein großes Gewinnspiel, das wir hatten. Und dort haben wir großartige Partner gewinnen können, die mit uns gemeinsam diese Premiere auch gefeiert haben, des WeHorse Online Festivals. Es geht um einen Sattel im Wert von 3.000 Euro mit einer persönlichen und auch vor Ort durchgeführten Anpassprobe. Also der Sattel wird von einem Experten aus dem Hause Stübben auch angepasst, individuell gefertigt. Und dazu gibt es Reithelme in der WeHorse Edition von unseren Partnern von Uvex. Und es gibt Reitleggings von Rider's Choice bzw. Rider's Steel und über 20 WeHorse Jahreszugänge. Und wir kommen ja in Kürze zur Q&A-Session, also zur Fragesession, wo wir nochmal die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden sollten, die auch hochgevotet wurden, mit Ingrid begehen werden. Aber nun kommt die große Ziehung des Gewinnspiels. Und wir haben natürlich geguckt, unter allen aktiven Usern, wer war mit dabei. Und wir haben auch immer gesagt, mit einer Instagram-Story, die zusätzlich noch geteilt wird, kann man seine Gewinnchance erhöhen. Und der Trommelwirbel geht los und der erste Rang, ein Sattel im Wert von über 3.000 Euro von unserem Partner Stübben, inklusive einer Vorort-Anprobe bzw. einer Anpassung des Sattels, geht an den Instagram-Namen und somit der erste Preis BM Urban. Das ist Bjarne. Bjarne, also falls du in dieser Session hier noch drin bist, du wirst eine E-Mail von uns erhalten. Du gewinnst den Sattel aus dem Hause Stübben. Dann haben wir einen Uvex-Helm, den gewinnt Karen. Wir haben deine E-Mail-Adresse, Karen, keine Sorge, es gibt sicherlich mehrere. Also alle, die Karen heißen, können sich jetzt freuen. Ihr könntet es theoretisch sein. Ihr werdet eine E-Mail von uns bekommen. Dann je eine Ride-Leggings von Rider's Choice bekommen Lara, Clara Marie und Bina. Und wir haben insgesamt noch 20 Mal einen Jahreszugang von WeHorse. Ganz schnell einmal durch. Cindy, Elena, Jutta, Marina, Martha, Annemarie, Mara, Lotti, Jamie, Barbara, Anni, Michaela, Lisa, Sonja, Mareike, Andrea, Lena, Marie, Ruth und Cornelia. Das sind die 20, die jeweils diese Preise gewinnen. Also, das Gewinnspiel, schön, dass ihr mitgemacht habt und auch an dieser Stelle noch einmal Dankeschön an unsere Partner, an Stübben, ein Pferd, ein Reiter, ein Stübben, an Uvex mit ihren Reithelmen und auch den Brillen und vielen anderen Protektoren und natürlich unsere Kollegen von Rider's Choice und Rider's Steel. So, liebe Ingrid, wir wollen Fragen stellen, ganz, ganz viele sind eingetroffen und ich hoffe, du bist bereit und du hast dich ja entsprechend jetzt warm gejodelt und wir steigen direkt ein mit der ersten Frage. Sie kommt von Henny und Henny fragt, wie machst du es, liebe Ingrid, dass du nach einem Sturz wieder angstfrei in den Sattel steigen kannst? Was gibt dir Vertrauen in dich selber, dass du wieder mit einem guten Gefühl in den Sattel steigen kannst? Ich vertraue meinen Pferden und das gehört ja einfach wirklich mit dazu, dass man, wenn man auf dem Pferd ist, runterfällt. Das habe ich schon von Ponykind an erlebt und es hieß immer früher sofort ganz schnell wieder aufsitzen, nicht lange fackeln, sondern sofort wieder drauf, Pferd klopfen, um sofort das Vertrauen wieder zu kriegen. Und irgendwie bin ich recht angstfrei. Und dadurch, glaube ich, habe ich, auch wenn mal ein Sturz war und ich mal eine Reitpause hatte, habe ich mich total darauf gefreut. Da war die Vorfreude eher größer. Wann darf ich endlich wieder aufs Pferd? Okay, ich hoffe, das beantwortet die Frage, die von Henny gestellt wurde. Dann kommt die Frage Nummer 2. Da sehen wir leider nicht, wer sie gestellt hat, aber sie wurde über 131 Mal nachgefragt und abgevotet. Wie sieht der Trainingsplan eines normalen Pferdes bei dir aus? Das ist eine Frage, die eigentlich in fast jedem Vortrag heute gestellt wurde. Wie viel Mal haben sie frei und was vor allen Dingen machst du an den verschiedenen Tagen? Also wie ist dein ganz persönlicher Mix, den ihr auch bei euch umsetzt?
Also 2 Tage ist für alle Pferde gleich. Egal wie alt sie sind, ob Dressur, ob Vielseitigkeitspferd, das ist einmal der Tag frei. Tag frei heißt wirklich ein ganzer Tag nur auf der Wiese. Kein Sattel, keine Trense, sondern die Pferde dürfen an dem Tag wirklich frei Pferd sein und sich bewegen, wälzen, so viel wie sie wollen. Und so lange draußen sein, wie sie wollen. Jeder hat da so seine Spezialitäten. Der eine möchte morgens als erstes raus, der andere bei Fliegen wieder rein. Also so, Sie können sich vorstellen, meine Mitarbeiter im Stall rennen den ganzen Tag, damit jedes Pferd auch zu der Wiese mit dem Freund auf die Wiese kommt, wo er gerne möchte. Der andere Tag ist der Tag, wo die Pferde über Cavaletti longiert werden mit Dreieckszügeln und schön vorwärts, abwärts mit Übergängen und wirklich so, dass sie richtig locker rund und über den Rücken selber sich dehnen und in Dehnungshaltung schön frisch vorwärts gehen. Die anderen 5 Tage variieren wir. Bei den Vielseitigkeitspferden steht jetzt wieder auf dem Programm, dass sie regelmäßig galoppieren. Wir galoppieren am Berg alle 4 bis 6 Tage. Dafür gibt es einen speziellen Plan, der dann auch auf die Prüfungen hin ausgerichtet ist. Und an den Tagen dazwischen machen wir lockere Dressurarbeit, auch mit Aufgabenteilen jetzt oder auch mal Aufgabenreiten. Dann lockere Cavaletti-Arbeit springen oder auch mal Parcours-Ausschnitte. Oder auch mal ein Parcours zu Hause, je nachdem, wie das jetzt mit den Turnieren so gut reinpasst. Und natürlich auch die unterschiedlichen Cavaletti-Übungen, die wir hier gesehen haben, stehen eigentlich immer auf dem Platz. Wir bauen immer wieder was Neues auf und unterschiedliche Dinge, mal für die Schrittarbeit, mal für die Trabarbeit, für die Galopparbeit, sodass es darum geht, dass ich die Woche so aufbaue, dass ich immer was anderes mache. Also es ist eigentlich selten, dass ich vielleicht maximal 2 Tage, ich überlege gerade laut, 2 Tage am Stück Dressur reite. Einmal vielleicht locker Cavaletti, geschmeidig, ein paar Dressurlektionen und dann mal die Aufgabe. Aber dann spätestens am 3. Tag steht wieder was anderes auf dem Programm, auch für die Dressurpferde. Es geht ja darum, dass sie Muskeln bekommen und dass sie motiviert bleiben. Und das kriege ich natürlich mit ganz viel Abwechslung. Wichtig ist auch, dass wir zum Beispiel sagen, komm, wir lösen vorher auf der Rennbahn, gehen dann aufs Dressurviereck oder nach getaner Dressurarbeit, auch immer oft mit Cavaletti, gerne immer mit Cavaletti, gehen wir danach um die Rennbahn und traben da nochmal aus, galoppieren nochmal im leichten Sitz. Die Pferde zeigen auch recht schnell, welchen Platz sie favorisieren. Wenn sie nämlich die Wahl haben, aus dem Stall direkt zum Ausreiten zu gehen, dann wählen sie auch schnell den Ausreitweg. Wichtig ist, dass sie eben motiviert sind und wir durch die Abwechslung darauf achten, dass sie fit und fröhlich bleiben. Wunderbar. Ich hoffe, das beantwortet die Frage des Users oder der Userin. Es gibt eine Frage, die hier derzeit an Position 1 steht. Da geht es um die Position der FN. Da bitte ich um Verständnis. Viele Fragen gerade im Chat, ob diese Frage beantwortet wird. Da gibt es auch gerade eine Diskussion unter den Usern. Bitte habt Verständnis, dass wir jetzt hier nur Fragen beantworten, die quasi ausbildungsbezogen sind. Wir mit WeHorse sind eine Ausbildungsplattform und verstehen uns auch so. Und deswegen bitte ich da einfach um Verständnis, denn dadurch haben wir mehr Zeit, tatsächlich über inhaltliche Fragen zu sprechen. Und eine kam von Elaine, wo auch Silke Pamir noch einmal einen Kommentar zugelassen hat. Gibt es einen Tipp, wie ich meinem Pferd beibringen kann, dass sie die Stangen ernst nimmt? Sie tritt gerne mal drauf oder räumt sie einfach ab. An hohe Cavalettis ist gar nicht zu denken. Und dazu halt noch der Zugang oder der Zusatz von Silke Pamir, dass es bei ihr ähnlich ist, nur dass die höheren Cavalettis etwas besser funktionieren. Wie ist dein Blick darauf? Was kann man da machen, wenn Pferde einfach diese Stangen nicht wahrnehmen? Ehrlich gesagt ist das ziemlich selten, weil Pferde eigentlich schlau sind. Und wenn sie häufig weil der Abstand stimmt und es eine feste Holzstange ist, also gehe jetzt mal so ein bisschen, ist schwer aus der Ferne zu sagen, aber ich als Reiter oder als Aufbauer bin ja für den passenden Abstand verantwortlich. Ich würde mich als erstes fragen, habe ich wirklich die passende Schritt-, Trab- oder Galopplänge gewählt, dass mein Pferd im Takt, im Rhythmus darüber traben, galoppieren, schreiten kann? Die stelle ich jetzt mal kurz vorweg und setze es hoffentlich voraus, dass nochmal nachgemessen wird, Zwinker. Denn jedes Pferd, was 2 oder 3 oder 4 Mal berührt, lernt eigentlich daraus und schaut dann hin und ist einfach aufmerksamer. Ich muss sagen, es gibt natürlich auch solche und solche. Es gibt Pferde, die sind unheimlich vorsichtig, die wollen auf keinen Fall berühren. Und es gibt welche,
Denen ist das so ein bisschen lockerlässig egal. Sie werden dann auch sicher nicht unbedingt das vorsichtige Springpferd, auch wenn wir das ganz oft üben, weil sie klongen an, merken, ach, es tut nicht weh, wenn ich es vor allem mit dem Huf berühre und machen es wieder. Aber dass einer jetzt wirklich die verrückt und reißt und immer wieder drauf tritt, das erlebe ich ganz, ganz selten. Selbst mit unterschiedlichsten Pferden und Reitern. Dann würde ich sagen, vorhin war die Frage, wenn es bei höheren gut ist, dann kann es auch sein, dass die Pferde gefordert werden wollen. Denn wenn ich jetzt immer über ein Kreuz reite, dann baue ich auch schnell einen Steil oder einen Ochser auf und langweile jetzt nicht mit noch 10 mehr übers Kreuz springen. Pferde sind oft neugierig und wollen was erleben. Die wollen ja was machen, die wollen auch was lernen. Also dann lieber gucken, baue ich die mal auf die Zirkellinie, baue ich sie auf halbe Höhe, baue Übergänge ein oder ich baue mal zwei im rechten Winkel und mache die 8, um eine Abwechslung zu haben. Also wirklich nochmal prüfen, habe ich den richtigen Aufbau für mein Pferd gewählt. Okay, dann kommt die nächste Frage von Beatrix und die ist sehr generell gestellt. Vielleicht kannst du so ein, zwei Tipps geben, wie du da dran gehen würdest. Wie kann ich die Kondition meines Pferdes richtig aufbauen? Das ist natürlich eine sehr breite Frage. Vielleicht kannst du so ein, zwei Tipps geben, wie man das so machen könnte. Also das dauert schon wirklich 8 bis 12 Wochen, bis ich da zum Erfolg komme und bis ich auch einen richtigen Unterschied merke. Denn so lange braucht die Muskulatur, um schrittweise aufgebaut zu werden. Also erstmal ist es wichtig, dass ich sage, bei uns ist es so zum Beispiel, die Pferde sind immer eine Stunde draußen. 10 Minuten Schritt am Anfang, nochmal hinterher eine schöne Erholungsphase und dazwischen in der Arbeitsphase, auch wenn wir Konditionstraining machen, wird lange genug am Stück getrabt und auch galoppiert, dann wieder Pausen eingelegt über Schritt und das muss ich langsam steigern. Ich muss jetzt nicht unbedingt sofort zum Berg und ich muss nicht unbedingt sofort Intervallgalopp machen, aber ich muss sehen, dass mein Pferd über lange Ausdauertrabs und Galopps auch wirklich genug in Bewegung ist. Das sind ja wirklich Bewegungstiere. Und dann würde ich mir alle 4 bis 6 Tage, je nachdem, wie es reinpasst, wir sagen immer im Schnitt so alle 5 Tage, ist aber auch wetterabhängig und vom Boden abhängig oder auch mal vom Schmied abhängig, muss eben immer auch eine Flexibilität an den Tag legen. Da nehme ich mir vor, heute mache ich wirklich im Springsattel galoppieren im Intervall. Ich fange oft an mit 2 Intervallen, dass ich sage, ich galoppiere 2-3 Minuten und dann mache ich 2-3 Minuten Trab zwischendurch und dann wieder 2-3 Minuten Galopp und dann steigere ich das und mache 3 Intervalle. Das ist auch wirklich von der Kondition, die das Pferd mitbringt, abhängig. Das zeigen auch ganz schnell die Pferde, ob sie danach jetzt ermüden oder ob sie jetzt bei dem Intervall eine Schrittpause lieber brauchen oder weiter traben. Und da habe ich einen Plan. Und schreibe auch wirklich genau mit, jede Woche, was ich mit dem Pferd mache und wie ich das Konditionstraining steigere. Wenn ich in hügeligem Gelände bin, ist es natürlich immer viel besser als nur auf der flachen, weil einfach durch das Bergauf, Traben und Galoppieren die Pferde wesentlich schneller fit werden und ich kann es kürzer machen und brauche nicht so lange am Stück zu galoppieren. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ich die Chance habe. Wenn nicht, ich mache es zum Beispiel so, ich lade dann auf und fahre hier zum Hügel. Es reicht auch ein Rodelberg übrigens. Sie können auch einen Rodelberg haben, wo Sie oben ein Plateau haben, runtergaloppieren, unten ein Plateau und schreiten dann immer in Schlaufen und achten. Solange kein Schnee liegt. Ja, genau, solange kein Schnee liegt, genau, und hinter nicht nur den Sommerrodelberg nutzen. Ich tue mich immer schwer, jetzt wirklich genau zu sagen, wie viele Minuten, bei welchem Tempo, weil es total individuell wirklich von Pferd zu Pferd unterschiedlich ist. Aber ein grobes Gerüst, dass ich sage, ich muss es regelmäßig machen, ich muss es steigern und in mein Pferd hineinhorchen, um zu sehen, wie fühlt es sich an. Wunderbar. Ich hoffe, Beatrix, damit ist deine Frage beantwortet. Jetzt kommt die nächste Frage, die da lautet, wie kann ich den Takt meines Pferdes, beziehungsweise kann ich den Takt meines Pferdes überhaupt mit Stangenarbeit verbessern? Wie blickst du auf so eine Frage? Ich kann nichts anderes besser verbessern als den Takt. Gehen wir mal vom Schritt aus. Normalerweise, ich sag mal, von Natur aus schreitet ein Pferd fleißig, im Takt und sehr geregelt. Im Laufe der Ausbildung kann es aber mal zu Spannungen kommen oder ich will den ganz großen Schritt zum versammelten Schritt aufnehmen und das Pferd fängt an, kurz lang zu gehen oder Pass zu gehen. Wie mache ich dem Pferd jetzt klar, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du weiterhin im ganz klaren Viertakt einen gleichmäßigen Abstand im Schritt erhältst, wenn ich die Cavaletti 4 Stück
hintereinander auf den gleichen Abstand stelle, dass das Pferd sicher Fuß muss, dann wird da kein kurz lang und kein Pass möglich sein. Und die lernen recht schnell, aha, durchparieren zum Schritt, über die Cavaletti schreiten lassen, danach wieder antraben. Dann habe ich die Übergänge und das klare Schreiten dazwischen. Oder auch bei den einfachen Wechseln ist es ja manchmal so, dass die Pferde zuvorkommen und wollen schon wieder angaloppieren und halten, werden ein bisschen spannig im Schritt, der Takt geht verloren. Mache ich das über die Schritt-Cavaletti, den Übergang, bleibt ganz klar der Takt erhalten. Auch im Trab, wenn die Pferde jetzt mal so ein bisschen aus dem Takt kommen oder ein bisschen unregelmäßig sind, dann prüfe ich erstmal, das ist auch ein gesundheitliches Thema. Das erlebe ich leider auch oft in der Praxis, dass die Leute sagen, ja, ja, mein Pferd geht immer so. Dann sage ich, aber dann ist es immer so, dass es ein bisschen eiert oder nicht ganz klar im Takt geht. Ob das vorne oder hinten ist, würde ich auch immer wirklich mit dem Tierarzt einmal abklären. Ist dieses regelmäßige, untaktmäßige Gehen ein medizinisches Thema oder ist es Verspannung? Die kann ich natürlich super lösen, indem ich das Pferd über Cavaletti gymnastiziere. Wunderbar. Noch weiter? Ich weiß nicht, ob ich länger oder kürzer, brauchen wir noch viele Fragen? Oder hat sie alles geklärt? Ich habe schon einen Einblick gegeben. Wir wollen ja den anderen Fragen auch noch eine Chance geben. Ja. Deswegen kommt hier die nächste Frage, vielleicht mit Bitte um eine etwas knappere Antwort beziehungsweise etwas kürzer. Lotti fragt, ist Cavaletti-Arbeit auch etwas für ältere Pferde, vielleicht auch für schwächere Pferde, insbesondere Pferde mit leichter Arthrose, Cushing, Kissing Spines und so weiter? Gerade Kissing Spines im Rücken, da hilft nur Muskulatur. Und ich muss die Muskulatur so aufbauen und so kräftigen. Und je stärker, je besser die Muskulatur ist, je weniger schmerzhaft sind natürlich die Kissing Spines, weil die von der Muskulatur gehalten werden. Also unbedingt, wer rastet, der rostet. Also es ist gerade bei älteren Pferden wichtig, dass sie auch regelmäßig ihre Übungen machen. Vielleicht nicht gleich die Cavaletti hochstellen, sondern sagen erstmal auf der niedrigsten Stufe und regelmäßig. Wichtig ist auch, wie alles andere, dass ich jetzt nicht sage, ich mache es einmal alle 4 Wochen oder nur einmal die Woche und dann aber so lange, bis sie Muskelkater haben, sondern immer wieder regelmäßig darüber gymnastizieren. War das wunderbar. Hier kommen schon die Ersten, die gerade im Chat schreiben, ah, kann meine Frage noch kommen? Wir versuchen, die Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Es sind wirklich hunderte von Fragen und extrem viele, die natürlich auch dann ihre Stimme für Fragen gegeben haben. Die nächste Frage kommt von Vivian und sie fragt, wie fördere ich den Vorwärtsdrang meines Pferdes, so dass man nicht immer nur am Treiben ist? Also das, was wir eigentlich alle wollen, dass es einfach fröhlich vorn nach vorne geht. Dann ist es wichtig, dass ich als Reiter auch ganz sensibel und aufmerksam bin. Ich reite Übergänge und kann durch die Übergänge mein Pferd wirklich sensibilisieren. Kurzes Beispiel. Ich bin auf dem Zirkel und immer an den beiden gegenüberliegenden Punkten reite ich den Übergang zum Schritt und gleich wieder Trab. Ich pariere durch, das wollen die triebigen Pferde gerne und machen es natürlich auf Anhieb, wenn ich aufhöre zu treiben. Und dann komme ich erst mit der flachen Wade und gebe das Zeichen Trab. Es passiert nichts. Dann habe ich stumpfe, runde, abgerundete Sporen und komme einmal energischer zu sagen, doch, ganz sicher. Das reicht, das Pferd geht vorwärts, ich klopfe, um zu signalisieren, super. Es reicht nicht, habe ich auch eine Gerte in der Hand, die direkt hinter dem Schenkel einmal das Pferd auch wirklich touchiert, um zu sagen, doch, wenn meine flache Wade kommt, kommt sofort die Antwort. Und das muss ich als Reiter sehr aufmerksam und korrekt machen. Also nicht einfach mit der Gerte irgendwann antitschen, dann werden die auch auf die Gerte stumpf, sondern immer in der Kombination, erst setze ich mich hin, Gewichtshilfe. Damit das Pferd schon mal weiß, ausatmen, mich hier hinsetzen und sagen, jetzt kommt's, jetzt geht's wieder nach vorne, dann kommt die flache Wade und nach der flachen Wade, wenn nichts passiert, einmal richtig erschrecken, damit ihr beim nächsten Mal weiß, ob was passiert. Wenn das Pferd reagiert, sofort loben, auch dann sofort loben, dass das Pferd versteht, aha, ich gebe eine Hilfe und sage Trab und dann muss das Pferd so lange traben, bis ich wieder die halbe Parade gebe und sage, jetzt das Tempo wieder zurückführen. Und das lernen die ganz schnell, weil die ja schlau sind, weil die wissen, oh, dieses Erschrecken kommt wieder. Nämlich in dem Moment, wo das Pferd langsamer wird. Ich habe ja gesagt, Trab. Und wenn es aufhört zu traben, ist da wieder mein kleiner Hallo wach. Und ob du weiter trabst, mein Freundchen. Und ich setze mich entspannt zurück und pfeife mir ein Liedchen.
Und wenn ich das mit Trab-Schritt gemacht habe, dann mache ich das auch mit Trab-Halten. Trab, halten, Trab. Der erste Tritt ist ein Trab-Tritt. Und ganz konsequent und ganz klar, immer mit dem roten Faden. Nicht grob und auch nicht sauer, weil ich versuche ja, mein Pferd zu erziehen und möchte, dass das Pferd feiner wird. Das heißt, ich habe hoffentlich mehr Grund zum Loben, weil es verstanden hat, aha, du willst, dass ich vorwärts gehe und du willst dich die ganze Zeit treiben. Kein Problem, mache ich. Großartig. Liebe Ingrid, wir kommen langsam zum Ende. Es sind so, so viele Fragen, die wir natürlich alle gerne beantworten würden, aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, denn für dich geht es jetzt ans Kuchenbuffet, denn deine Tochter hat eine kleine Gartenparty organisiert. Wir haben nämlich das Feiern des Abitur von Greta. Und deshalb sehen wir uns heute Abend wieder. Umso schöner, dass du noch bei uns warst. Genau, du bist beim Englischen noch mit dabei. Es geht jetzt für alle, die interessiert sind, auch noch um 16 Uhr weiter mit 5 Präsentationen im englischen Bereich. An dieser Stelle kann ich einmal Dankeschön sagen an dich, liebe Ingrid, dass du dabei warst, an die 4 anderen Referenten und vor allen Dingen an die tausenden User, die heute wirklich mit dabei waren. Ihr seid die, die das so großartig gemacht habt, die dieses Event auch in die Welt getragen habt und natürlich ein großes Dankeschön auch an unser Team hinter den Kulissen, über 10 Leute, die insgesamt mit dabei waren, die dieses Event möglich gemacht haben. Ich glaube, wenn man jetzt den ganzen Usern hier zuguckt, die die Kommentare schreiben, es war eine gute Premiere und es könnte gut sein, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen beim WIOS Online Festival. Es gibt mit dem Couponcode Online Festival 2020 den Rabatt von 33% auf den Jahreszugang. Ingrids Videos, alle weiteren mit dieser Röckener wird nächste Woche gedreht. Auch mit dir, liebe Ingrid, darauf freuen wir uns schon. Und an dieser Stelle Dankeschön, viele Grüße nach Münster und bis bald. Tschüss, bis bald mal wieder. Tschüss.